Hallo und willkommen im Filmclub. Heute geht es um Baywatch, der ja am 1. Juni in unseren Kinos startet. Es geht um Zac Efron, der bei Dwayne The Rock Johnson in der Baywatch anfangen möchte. Und dabei treffen zwei Muskelpakete aufeinander und es wird ziemlich lustig, das kann ich jetzt schon mal verraten. Und wie ich den Film so fand, erfahrt ihr jetzt. Unser Team ist die Elite der Elite. Wir sind das Herz und die Seele dieses Standes. Wir retten, wenn andere nicht mehr retten können. Und wir gehen dabei bis zum Äußersten. Hilf mir! Hilfe! Wenn Sie mich wollen, können Sie mich haben. Ein andermal vielleicht. Wir stehen kurz vor dem Abgrund. Die Stadt hat uns die Gelder gestrichen. Wir müssen wieder frischen Wind in die Marke Baywatch bringen. Ich bin Matt Brody, bereit zum Dienst. Guckst du gerade auf meine Brüste? Du solltest mir ins Gesicht sehen. Ich versuch's, aber das ist so nah dran an deinen Brüsten, weißt du? Ja. Sie denken, der Vogel kann uns die PR bringen, die wir brauchen? Lasst uns feiern! Er ist leichtsinnig. Wetter, zur Seite! Und er hat 2 Goldmedaillen. Wie viele Goldmedaillen haben Sie? Ich würde mal schätzen, 0. Der Film fängt auf jeden Fall schon mal lustig an und er weiß, womit er spielen kann. Er basiert ja auf der Serie mit David Hasselhoff und hat schon mal ein paar gute Fans sicher. Nämlich alle Fans der Serie gucken sich bestimmt auch die Neuverfilmung an mit Dwayne Johnson und Zac Efron. Dann hat der Film eine klare Zielgruppe dadurch angesprochen, denn wie viele Frauen stehen nicht auf Dwayne The Rock Johnson und Zac Efron? Die haben ja auch beide einen sehr durchtrainierten Körper, was man in nicht wenigen Stellen des Films auch erfahren darf. Aber sie sind ganz geschickt und locken auch die anderen Zielgruppen ins Kino. Also es gibt auch was für die Männer. Man hat hier auch ziemlich sexy Frauen am Start. Und natürlich wird das alles in tausenden Slow-Mos sozusagen ausgeschlachtet im positiven Sinne, denn sie machen es nicht einfach nur, dass sie 1000 Slow-Mos verwenden, sondern sie machen sich auch noch darüber lustig. Es gibt ziemlich coole Slow-Mo-Witze, die ihr auf jeden Fall nicht verpassen solltet. Und allgemein hat der Film auf jeden Fall Humor. Das Kino hat an nicht wenigen Stellen gelacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Die Story ist vom Reißbrett geschrieben, aber mal ehrlich, was haben wir von so einem Film erwartet? Da gehen wir nicht rein, weil wir die Story so mega fett und frisch und neu finden, sondern weil wir einfach gucken wollen, wie die Witze sind oder weil wir auf den Körper von Zac Efron oder Alexandra Daddario stehen. Die Schauspieler hatten extrem Spaß bei dem Film, das sieht man auch im Abspann. Sie haben auch eine ziemlich coole Chemie zueinander, also man merkt wirklich, wie viel Spaß sie dabei hatten. Da kann man wirklich im Kinosaal dann schon kräftig mitlachen, wenn man merkt, die Darsteller haben sich auch selber köstlich amüsiert. Dazu gibt es auch noch einen ziemlich peppigen Soundtrack, der dominiert ist von den Popsongs der letzten 3-4 Jahre. Also es ist auf jeden Fall ziemlich Cooles dabei. Und der Film macht im Großen und Ganzen einfach Spaß. Das muss man sagen. Und ich war positiv überrascht. Ich gebe diesem Film letztendlich 7 von 10 Punkten. Ich war sehr gut unterhalten im Kino. Was haltet ihr von dem Film? Was haltet ihr von der Serie? Was haltet ihr von den beiden Trailern? Und werdet ihr euch den Film ansehen? Das will ich von euch wissen. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann bin ich raus. Lasst mich wissen, ob ihr das Video gut oder schlecht fandet. Und ich hoffe, ihr schaut mir auch in der nächsten Kritik wieder zu mit mir, dem Lou.